Nun? Ah, schaff allen die Zugs aus dem Weg, damit ich hier rauskomme. Mach ich. Oh, der funktioniert ja super, aber ich vermutet habe, kann er überhitzen. Das sind ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch. Wir das Dorf erreichen. Okay, also wir können nur kurz aktivieren und dann müssen wir halt wieder ein bisschen warten. Ah, die Nähe habe ich gemeint. Achso, ja, okay. Ne, die habe ich gelesen, ja. Vielen Dank für die schnelle Antwort darauf, also, dass du schnell kommentiert hast. Sonst hätte ich das nicht gerafft, ne? Ich hätte es gar nicht mehr nachgeschaut. Weil ja auch schon einige Aufrufe drauf waren und einige Likes. Und du warst der Einzige, der darauf sofort geantwortet hat und gesagt hat, dass es das falsche Video ist, weißt du? Manchmal ist es komisch. Also manchmal gucken die Leute zwar die Videos, aber die kommentieren halt nichts darunter, was irgendwie kaputt sein könnte oder falsch sein, Leute, ne? Dieser Schacht, dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Okay, wir brauchen neuen Strom. Lass erstmal. Also hier ist so ein. Achso, wir müssen das erstmal aus dem Weg schaffen. Nee, nicht rauf. So, den machen wir da rüber. Ja. Nee, rüber. So, genau. Den können wir nämlich hier den nicht rüber machen. Wo ist Katze? Ah, da oben müssen wir rein. Okay. Ja, zack. Das ist schön, wenn man eine Katze ist, ne? Wenn man eine Katze ist, hat man einige Vorteile hier. Ich mag trotzdem noch keine Katzen, aber ich wollte es einfach nur mal sagen. Katzen haben auch ihre Kleinen. Oh nein, okay. Die haben wir. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Alter, die haben den gefressen, da ist er. Ding zu. So, die haben wir. Oh, es ist echt blöd, dass es nicht so lange hält, ne? Muss man echt aufpassen. Das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Okay. Ich mach trotzdem erstmal Licht an, falls nämlich welche kommen. Dann bin ich gleich vorbereitet. So, mal auf den Bums. Schau mal. Sind hundertprozentig welche drunter. Ja. Erstmal noch nichts, aber hier sind lauter Eier. Das bedeutet, hier sind. Oh, wo sind schon welche? Ne, das ist sogar die Tür schon. Das ist sogar schon die Tür. Wir sind in Sicherheit, glaube ich. Hoffe ich doch, oder? Weiß nicht. Ja, also. Ich würde jetzt Katzen nicht wegjagen oder sonst dergleichen, ja. Ich mag halt einfach nur Hunde viel lieber, weil Katzen, ja, Katzen haben so ihr eigenes Leben, ja. Also Katzen sind irgendwie, die machen halt, was sie wollen, die kann man nicht richtig irgendwie, ja, Befehle geben, ja. Sie machen halt genau das, was sie halt machen wollen. Deswegen mag ich keine Katzen. Und ich hatte einige Kollegen, die Katzen hatten, auch junge Katzen und alles. Und die haben immer alles zerkratzt oder die Wände angekratzt, Tapete runtergerissen, dann durch die Wohnung geballert, auf den Tisch gepinkelt und sowas. Ja, das hat auch viel mit Erziehung zu tun, wegen Katzenklo und das alles, ja. Weil das ist halt beim Hund viel, viel einfacher. Ich habe jetzt den dritten Hund in meinem ganzen Leben und selbst der, den ich jetzt habe, Simba zum Beispiel, der heißt Simba, ist ein Labrador, Golden Labrador. Und danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Das ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, was wir gegen die Sox wehren können. Momo hat in der Nähe Kanzlerin auf dich gewartet. Ja, ja, ich auch. Doc und Seamus gehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. So, wir müssen. Achso, das ist Billy und so weiter, okay. Wo waren die Kanzlerin nochmal?
Wir brauchen auch noch ein Energy, ne? Das ist logisch, ja. Wir brauchen immer noch drei. Katzen haben halt ihren eigenen Charakter. Ja, das ist es halt, ne? Das ist es halt wirklich. Die haben halt wirklich ihren eigenen Willen und kann man halt nichts. Ja, ich sage mal, nichts befehligen, ja. Dafür sind Hunde halt auch wieder voll doof, ne? Auch wenn das Herrchen, sage ich mal, total scheiße ist. Dass er den Hund sogar schlägt oder sonst dergleichen, wird ein Hund immer dem Herrchen treu ergeben sein, ja. Und was mit ihm hier? Der ist unsichtbar? Hä? So? Weiß nicht, ob es so sein muss im Spiel, aber ich glaube nicht, dass das Regelkomfort ist, was der hier macht. Oder? Ist doch, sollte nicht so sein, Uli. Aber wir waren da, hä, wo müssen wir denn jetzt hin? Warte mal. Kurz mal den Roboter fragen. Irgendwer sagt mir, dass wir die Slums endlich für immer verlassen werden. Lass uns zu Momo in der Nähe der Kanalisation gehen, wenn du bereit bist. Ja, da war ich doch eben, aber da war keiner. Und das ist auch das Problem bei vielen Hunden. Zum Beispiel, wenn man mit die. Man soll ja, wenn es richtig heiß ist und so, soll man nicht rausgehen, ja. Also man soll den Hund nicht so lange laufen lassen, weil er hat ja unten nur so eine Hornhaut dran, ne? Und ich weiß nicht, man soll natürlich nicht schimpfen über andere, aber ich kann das halt echt nicht nachvollziehen. So, der ist da lang. Okay, dann gehen wir da lang. Da unten ist die Kanalisation. Daher kann ich das nicht nachvollziehen, dass manche Eltern Kinder vergessen im Auto, ja, bei einer Dämse, bei über 35... 40 Grad und so weiter. Das kann ich. Ja, wie gesagt. So, Momo wartet auf dem Boot auf dich. Du kannst dich anschließen, aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Wir können zur Not auch die Kapitel neu laden und dann kann man ab dieses Kapitel wieder weiterspielen. Ich habe schon mal gesehen, dass wir in einem Kapitel in den Slums eine Erinnerung noch nicht hatten. Ich will jetzt aber auch nicht alles nachschauen. Ja? Ich will auch nicht alles nachsuchen. Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Soaps reinkommt. Genau. Also, eine Erinnerung wäre noch hier irgendwo. Ich möchte jetzt aber nicht die ganze Zeit rumsuchen. Wir haben ja nur ein kurzes Zeitfenster, sag ich mal. So, er hat es ja zugemacht. Wir müssen jetzt hier weiter. Da ist Momo mit dem Schiff, wenn man es so nennen kann. Sieht eher aus wie ein Boot. Aber cool. Ja, das ist halt das ganze Möbeldesign, was wir schon erfahren haben. Dass die Stadt halt voller Müll ist und darum haben die Menschen halt auch so eine Bakterien entworfen oder entwickelt, damit dieser Müll beseitigt wird. Ich kann nicht glauben, dass Doc gefunden hast, den du Fluxer bekommen hast. Damit können wir jetzt Zabazza finden. Ich nenne es jetzt einfach mal Zabazza. Los geht's. Wie gesagt, sollte irgendwas sein, sollte es zu laut sein oder zu leise, dann einfach mal in den Chat reinballern und dann sehen wir es. Weiß ich natürlich nicht, ob wir irgendwas machen müssen. Es kann möglich sein, dass wir hier wahrscheinlich gleich die Dinge abwehren müssen, weil er das Brot steuert. Was sind das überhaupt für Dinger hier? Das sind doch irgendwelche Kabelrohre oder sowas, ne? Kein richtiges Floß mit Holz oder sowas. Was? Was hast du gesagt? Hä? Guck mal, das sieht so cool aus, ne? Muss ich echt sagen, dass die haben sich wirklich Mühe gegeben, ja, für diese Sachen. Amazo für Arme. Ja. Und wie fandst du eigentlich den Arc von Zamasu? Mit Future Trunks und Vegeta und so weiter. Viele schimpfen ja. Also viele fanden die Anime-Version dieses Arcs ja zu soft. Und welche fanden aber auch die Manga-Version total scheiße. Ich muss sagen, für meinen Teil, ich fand die Manga-Version richtig gut.
von diesem Kapitel oder von diesem Arc mit Zamasus. Und dass sie Vegetto gebracht haben, hatte jetzt natürlich keinen sonderlichen Effekt, sondern war eher mehr so Fansupport. Was viele auch da nicht wissen, ist, dass Vegetto gar nicht in diesen Arc auftauchen sollte. Ne? Laut Akira Toriyama war das gar nicht geplant. Also in seinen Skripten stand das nicht drin. Es war von Toyotaro inspiriert. Der halt zu Akira meinte, ey, wir müssen unbedingt Vegetto bringen, das sind wir den Fans schuldig. Die fordern Vegetto als Fusion und so weiter. Dann hatte man Vegetto kurz eingebracht. Und darum hat der Vegetto auch für diesen Abschluss dieses Arcs gar keine Bewandtnis. Man könnte auch Vegetto komplett rausstreichen und würde nichts ändern. Weil der Hauptaugenmerk ist darin mit Trunks gelegt worden, ja, dass Trunks halt hier seine Zeit rächt oder befreit. Und dann kam ja am Ende sogar noch Zeno und hat dieses Universum ausgelöscht, ne? Aber storytechnisch hat so Vegetto überhaupt gar nichts gerissen, ne? Okay. Hey. Alter, okay. Nein, okay. Oh. Schnell, schnell, schnell. Alter, die platzen jetzt auch noch auf. Das ist ja ekelhaft. Da wie so eine, wie so ein Pickel. Alter, na Pickel, ey. Lass mich hier wieder rauf. Ja, dich haben sie ja nicht angegriffen, mich aber. Arsch. So, weiter geht's. Man sieht auch nur Rohren, ne? Eine Wasserversorgung hatten sie zwar ein bisschen so in Anführungszeichen, aber hauptsächlich alles Rohre und alles, ne? Alles verlassen, ja? Es gibt keine Menschen mehr hier. Was? Was ist los? Weil du hier bist, habe ich noch nicht mal Angst. Digga, ich bin eine Katze. Eine Kack. Verdammte kleine Mieze-Katze. Mit Abzeichen an der Seite. Einmal so Musikabzeichen und dann haben wir hier das Außenwelterabzeichen. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Mir vorher gar nicht aufgefallen, dass die hier dran kleben. Naja. Er hat keine Angst, weil wir hier sind. Aber ich könnte mir dieses Szenario auch gut mit einem Hund vorstellen, muss ich sagen. Also dieses Setting, diesen Roboter und das alles mit den Robotermenschen und alles, das kann ich mir auch gut als Hund vorstellen. Aber wie gesagt, mit einer Katze funktioniert es auch wunderbar. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist schon ganz geil gemacht. Der sieht so witzig aus mit seinem Pyjama, ne? Dieser Momo. So, wir gucken uns mal kurz an, ob wir irgendwas finden können. Gibt ja auch noch, wie gesagt, immer ein paar Erinnerungen, die wir einsammeln können. Das Coole an dieser Kapitelauswahl, die ich schon mal gesehen habe, dass man im Kapitelauswahlmenü genau sehen kann, was man denn vergessen hat zu sammeln, ja. Wir müssen hier irgendwas, glaube ich, machen, oder? Nicht hier hoch? Nee. Wir müssen, glaube ich, hier irgendwie rüberkommen, möchte ich meinen, oder? Oder, Momo? Was tun wir dazu? Diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Ja. Dann mach mal. Ich habe im Anime ein wenig das Blue Hakai von Goku vermisst. Aber Vegetto Blue ist aber auch eine Hausnummer. Ja klar, Vegetto Blue ist schon eine krasse Hausnummer. Alleine auch diese Fusionen. Fusionen sind generell immer eine Hausnummer ohne Ende, ne? Das hat sehr viel Power hinter. Ne? Das Blue Hakai, ja. Das fand ich eigentlich eine coole Idee. Obwohl, es gibt Pro und Contra. Also ich sehe es so, das mit dem Blue Hakai war ganz cool gemacht, ja, also war eine coole Idee. Was ich halt nur schade finde, ist, dass Son Goku halt immer, ja, Sachen imitiert oder nachmacht oder so, ja. Das finde ich halt ein bisschen blöd gemacht, ja. Also ich komme hier nicht weitergehen, aber ich werde dich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Tabata und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Natürlich. Logisch. Ich sag ihnen, dass du mutig warst. Ich muss hier natürlich alleine rein.
Ich muss hier komplett alleine rein. Ja, das Blue Hakai war schon eine coole Idee. Aber wie gesagt, ich fand es halt blöd, dass er halt einfach die Moves nur kopiert. Dass er nichts Eigenständiges daraus macht. Sondern einfach nur durch einmal sehen ist auch sehr fraglich. Durch einmal sehen hat er das kopiert. Aber das hat er ja damals schon beim Kamehameha gemacht, beim Muten Roshi und so. Als er das beim Bratpfannenberg gesehen hat, hat er es ja auch sofort an dieses Auto ausprobiert. Und hat dann auch so eine kleine Kugel herausbekommen. Okay. Ich muss ein bisschen sparsam sein. Oh, du Arsch. Oh. Ja, der kommt da nicht raus, ne? Die hängen eine Wand fest, das ist ja witzig. Na gut, okay. Ja, na okay, hier geht's aber auch weiter, ne? Hier was finden? Ich glaube, hier ist irgendwas. Das ist der Ausgang? Ne, hier ist eine Erinnerung. Hier ist eine Erinnerung. Ja, eine Erinnerung. Son Goku ist eben der König der Affen, ja. die Kanalisation, ja, ich erinnere mich. Sauberes Wasser, rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch, wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten der Dürre zu versorgen. Der Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und könnten ein ganzes Gebäude fassen. So, gut, nächste Erinnerung fertig. Ja, König der Affen, ja, ist halt so, ne? Hast du mal den Film gesehen mit Jackie Chan? Forbidden Kingdoms. Das ist auch eine Adaption von dieser Legende, also von dieser Geschichte, die Reise nach Westen. Auch sehr cool. Kann ich Ihnen empfehlen. Da sieht man auch Song von Wukong. Den Affenkönig. Ich habe auch mal ein anderes Game gespielt, was auch mit dem Affenkönig zu tun hat, aber was nicht so frei gefunden ist, sondern die halten sich halt sehr, sehr linear an dieser Vorgabe, ja, an dieser Vorlage von diesem Affenkönig. War auch sehr geiles Game, habe ich durchgespielt auf YouTube, kann man sich die Videos anschauen. Habe ich durchgespielt, war auch sehr cool und da war es halt so, dass du, wie es auch später ist, dass der Affenkönig wird ja festgenommen, oder was heißt festgenommen, weil er wird halt verflucht und wird mit Ketten festgehalten und kann sich halt nicht mehr frei bewegen und sowas alles, ne? Und seine ganze Zauberkraft und alles geht flöten. So ist ja diese Legende. Und auf der Reise muss er halt Demut beweisen und so weiter. Und umso weiter er in die Reise voranschreitet und Gutes tut, umso mehr seiner Zauberkräfte kriegt er halt wieder zurück. Und so ist es im Spiel auch gemacht. Also man bekommt dann ein paar Etagen oder ein paar Passagen und Ebenen und muss halt Gutes tun. Und wenn man den Leuten hilft, dann kriegt man ein bisschen seine Zauberkraft wieder und kann dann zum Beispiel Doppelgänger machen und sowas alles. Und am Ende hat man sogar seinen Stab, den man natürlich dann auch nutzen kann. Den man natürlich dann auch nutzen kann. Richtig cool gemacht. Auch ein sehr schönes Game. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und so. Ja, und dann gibt es ja auch noch Son Wukong in als Charakter bei League of Legends oder bei Ryzen. Smite zum Beispiel. Wir machen die erstmal alle platt. Ich werde alle Eier erstmal wegballern. Hier sehe ich fast gar nichts, ne?
Genau, der Mönch starb, ja. Der hat auch einen bestimmten Namen, aber ich weiß den jetzt auch nicht mehr. Der heißt auch einen bestimmten Dingsbums. Und jedenfalls trifft er auch in diesem Spiel auf diesen Schwein, was ja bei Dragon Ball Oolong darstellen soll. Der sich halt verwandeln kann in Sachen. Den trifft man auch dort. Den gab es ja auch wirklich in der Legende. Diesen schweineähnlichen Typen, der sich halt verwandelt. Der sich dann halt da verwandelt. Thank you.